Hallo und herzlich willkommen Leute zu einem neuen Video und heute soll es sich mal um eine GoPro drehen und deren Einsatzmöglichkeiten bei Feuerwerk. Es gibt eigentlich drei Haupteinsatzmöglichkeiten. Das ist einmal sozusagen die Nahaufnahme, also die Danger Cam, dann Zeitlupe und noch Panoramaaufnahmen, zum Beispiel bei Silvester. So, und das ist jetzt die GoPro Hero 4 Silber, das heißt, die hat hinten ein Display drauf. Das ist ganz gut, weil man dann direkt sehen kann, was man filmt. Und wir machen die mal eben kurz an. Und dann werden wir zuerst einstellen, dass man eine Zeitlupe machen kann. Und dann seht ihr jetzt einfach mal eine Zeitlupe mit der GoPro. Und der nächste Punkt ist Danger Cam, das heißt, dass man die Kamera zum Beispiel ganz nah an einen Böller oder an eine Batterie stellt. Da ist natürlich das Gehäuse ganz wichtig, um die Kamera zu schützen. Und solche Aufnahmen habe ich schon mal mit einem anderen GoPro gemacht und das zeige ich euch jetzt mal. Ja, und das Ganze geht natürlich auch noch unter Wasser, da habe ich auch schon mal eine Aufnahme zu gemacht. Vielleicht hat es der ein oder andere von euch schon mal gesehen. Und zu diesem Unterwasserballern kommt auf jeden Fall auch nochmal so eine Reihe. Und ja, das ist jetzt hier nochmal der Ausschnitt. Und der dritte Punkt ist natürlich eine Panoramaaufnahme. Da eignet sich natürlich eine GoPro sehr gut zu, weil die ein Fischei vorne hat. Und wenn man hier auf 1080 Super View stellt, hat man halt wirklich so eine Fischei-Aufnahme. Kann man hier drin jetzt nicht so gut sehen. Ich werde einfach mal rausgehen und dann zeige ich es euch mal. Und die GoPro steht natürlich öfter mal in Kritik, dass man keine guten Nachtaufnahmen damit machen kann. Ob das stimmt, weiß ich selber noch nicht genau und ja, das werden wir jetzt auch einfach mal testen. Ja, das war jetzt soweit das Video zur GoPro. Man muss auf jeden Fall sagen, dass es sich nicht lohnt, einfach nur wegen Feuerwerk eine GoPro zu holen, weil die Tonaufnahme halt wirklich scheiße ist. Ja Leute, das war jetzt das Video zu GoPro. Ich hoffe, euch hat es gefallen und es wird morgen wieder eine Böllertour geben. Und wenn ihr irgendwie noch Fragen habt hier zu der GoPro, schreibt es gerne in die Kommentare. Und dann würde ich mal sagen, bis zum nächsten Video und haut rein.